Stricken lernen. Zum Stricken brauchen wir zwei Sachen. Das eine ist die Wolle. Das hier ist eine reine Schurwolle. Es gibt auch Baumwolle. Dann gibt es noch edle Garne, so wie Seide, Kaschmir, Angora. Und dann gibt es auch Gemische aus den verschiedenen Wollen und Garne. Und es gibt auch Gemische mit Polyacryl. Polyacryl aus dem Grund, damit das Kleidungsstück anschließend pflegeleichter ist. Also das eine die Wolle, das andere die Stricknadel. Das hier ist eine Rundstricknadel, zwei Nadelenden mit einer Schlaufe verbunden. Daneben gibt es Jackenstricknadeln, das sind die langen Nadeln, und Nadelspiele, das sind fünf Nadeln, die zusammengehören, mit denen Socken oder Handschuhe gestrickt werden. Die Nadelstärke, die man braucht, findet man auf der Banderole der Wolle. Nun beginnen wir mit dem Maschenanschlag. Ich fange am liebsten mit einem Faden aus der Mitte des Knäuels an, weil dann beim Arbeiten das Knäuel nicht hin und her rollt. Ich nehme also den Faden aus dem Knäuel und lasse genügend viel Faden auf der linken Seite meiner Arbeit. Auf der rechten Seite habe ich das Knäuel. Aus dem Faden mache ich eine Schlaufe. Das obere Ende der Schlaufe falte ich nach unten und erhalte eine Doppelschlaufe. Das sieht so ähnlich aus wie zwei Ohren. Nun nehme ich die Stricknadel in die rechte Hand. Ich nehme immer zwei Nadeln zusammen oder die beiden Nadelenden zusammen, weil dann der Anschlag anschließend elastischer ist. Die Nadeln werden jetzt durch diese Schlaufen gesteckt, und zwar von rechts oben rein, hinten wird die Nadel weitergeführt und kommt durch die linke Schlaufe wieder heraus. Der Faden mit den beiden Schlaufen wird dann festgezogen. Nun nehmen wir die beiden Fadenenden in die linke Hand, und zwar kommen Daumen und Zeigefinger durch die Mitte der beiden Fadenenden durch, von hinten werden sie durchgesteckt. Sie falten die Wolle auseinander und die beiden unteren Enden werden in der Hand festgehalten. Jetzt kommt der eigentliche Maschenanschlag. Die beiden Nadelenden werden nach außen geführt und kommen von außen bei dem Daumenfaden in die Schlaufe rein. Dann wird dieser Faden, der auf den Nadeln liegt, nach oben geführt und von oben in der Schlaufe am Zeigefinger durchgeführt. Dann kommen die Nadeln wieder hier unten raus am Daumen. Die Schlaufe wird nun festgezogen und die erste Masche, die erste angeschlagene Masche ist fertig. Noch einmal, Daumen und Zeigefinger spreizen die beiden Wollfäden, unten in der Hand werden sie festgehalten. Die Nadeln gehen von außen beim Daumenfaden durch die Schlaufe, von oben nochmal durch die Schlaufe und kommen beim Daumen wieder raus. Der Faden wird festgezogen. Der Faden wird gespreizt, die Nadeln werden eingestochen am Daumen von außen, kommen zum Zeigefingerfaden, die Nadeln gehen oben rein und kommen beim Daumen wieder raus. Auf diese Art kann die gewünschte Anzahl von Maschen auf den Nadeln angeschlagen werden.